Wir sind mit dem Seminar in Ravenna und hier gibt es eine Kirche, die eine ganz besondere Geschichte erzählt, San Apollinare Nuovo. Diese Kirche ist nicht als katholische Kirche gebaut worden, sondern als Kirche der arianischen Christen, die hier in der Spätantike gelebt haben. Diese Christen gibt es heute nicht mehr, aber dahinter steckt eine Auseinandersetzung, die ganz interessant ist. Es ging nämlich darum, was denn christlicher Glaube bedeutet. Auf der einen Seite die Christen, die daran geglaubt haben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und auf der anderen Seite die Arianer, die von Christus gesagt haben, er sei ein Heiliger, ein großer Mensch, das größte Geschöpf Gottes auf Erden, aber eben nicht Gottes Sohn, in allem doch dann nur ein Geschöpf. Die Kirche erzählt die Geschichte dieser Auseinandersetzung zwischen den zwei verschiedenen Glaubensbekenntnissen. Aber sie stellt auch an uns die Frage, warum ist es denn für uns wichtig, an Jesus Christus als den Sohn Gottes zu glauben? Das Erste ist zunächst, dass wir es in unserem Glauben nicht nur mit einem Aspekt des Heiligen zu tun haben, nicht nur mit einem Aufschein von irgendetwas Mysteriösen, das uns begegnet, sondern wir glauben, dass Gott uns in Jesus Christus selbst begegnet, dass er in einer geschichtlichen Person in diese Welt eintritt und selbst Teil dieser Welt wird. Er, der eigentlich unzugänglich ist, schafft uns einen Zugang zu ihm. Wir erhalten Zugang zum Unzugänglichen. Das ist unser Glaube. Das andere ist, Christus hat von sich selber in so einer Nähe von Gott gelebt und gesprochen. Er hat Sünden vergeben. Er hat von sich als dem Sohn gesprochen und damit immer wieder den Ärger der Pharisäer und Sadduzäer auf sich gezogen, die sich gerade daran gestoßen haben, dass er sich auf die Seite Gottes gestellt hat. Und dem, was Jesus über sich selbst gesagt hat, dem werden wir gerecht, wenn wir uns zu ihm als dem Gottessohn bekennen. Und das Dritte ist, Glaube ist keine Moral. Mit unserem Glauben richten wir uns auf Gott selber auf. Wir richten uns in die Vertikale. Wir treten zu ihm selber in Beziehung, der es uns ermöglicht hat durch Jesus Christus. Und deswegen kann man auch den Glaube nicht auflösen in ein paar Gebote und Vorschriften, sodass man immer nur in der Horizontalen bleiben würde, sondern mit unseren Gebeten, mit unseren Gesängen, mit unseren Taten auch, können wir uns in dieser Welt auf Gott selber ausrichten. Und deswegen ist das, was uns hier in Ravenna begegnet, diese Auseinandersetzung um die Frage, wer ist Christus und auch das Bekenntnis, dass er der Gottessohn ist, für uns weiterhin das Entscheidende, weil das ist der Mittelpunkt des christlichen Glaubens.